So, der Sender ist eingeschaltet. Hier haben wir den Akku verbunden. Hier haben wir unseren Cat Power Node aus. Wenn wir alles verbunden haben, ziehen wir hier den Stecker raus. Es leuchtet. Und wenn wir jetzt hier drehen, am Steuerknüppel, bewegt sich hinten das Ruder. Darauf achten bitte, dass auf jeden Fall das Ruder gerade steht. Das muss dann verwendet werden, um beim Anfahren das Boot in Spur zu halten. Jetzt brauchen wir nur noch die Akkus anstecken. Das sind hier diese Kabel. Das sind hier zwei rote und zwei schwarze. Und da achten wir jetzt drauf, dass die Kabel dann richtig angeschlossen werden. Wir legen mal die Akkus hier rein, die müssen hier reingepasst werden. So. Und dann müssen wir hier diese Kabel, diese mit diesen verbinden. Das machen wir jetzt gleich mal. Rot. Nehme allerdings den gleichen Regler zum Kabel, verbinden das hier, das ist der eine Regler. So, und machen das hier rein und hören jetzt schon ein Piepsen. Ein Motor ist schon scharf angeschlossen. Jetzt schließen wir den zweiten Motor an. So. Akkus. Auch hier wieder darauf achten, dass die Kabel alle schön verschwinden dann hier drin. So. Zweiten Motor, Achtung. Jawohl, der Motor hat sich gemeldet, sagt ja, ich möchte fahren. Und jetzt sollte das ganze Ding laufen. Ein geiler Sound. Viel Spaß damit!